Miteinander. Herzlich willkommen hier zu Rheinlichs Zeitgedanken an diesem Ziehstück, dem 30. Juli 2024, der vorletzte Tag in diesem Monat. Natürlich stehen wir wieder am Wasser und das ist besonders wichtig für die heutigen Texte. Wir sehen hinter uns eine große Hotelanlage mit einem wunderbaren Blick auf das Wasser. Die Bucht ist hier eigentlich die Voraussetzung dafür, dass hier nicht so hohe Wellen entstehen. Man kann also, egal von welcher Seite der Wind kommt, wunderbar in dieses Wasser steigen. Hier schwimmen glockenklar. Es ist eine Oase, aber wir wissen nicht, was so ein Hotel kostet. Das ist neben dem Campingplatz Sikat. Und dieser große Campingplatz, der schließt sich dann da hinten über die ganze Halbinsel dann an. Das heißt also, ja, für die gut Betuchten ist das eine sicherlich schöne Unterkunft. Und was das Schöne ist, das sieht man jetzt hier nicht, dass es immer wieder auch solche Plateaus gibt, auf denen man hinabsteigen kann. Und dort hat man eine Leiter angeschraubt. Das heißt, man kann auch mit Kindern wunderbar hinabsteigen. Immer wieder fasziniert diese Insel, wie viel Wasser da ist, auch Süßwasser. Und es geht letztlich in beiden Texten heute um das Wasser. Ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten aus Jesaja 43. Und da sehen wir einmal, wie Gott für das Volk Israel sorgt. Im Exil, weggeführt, fast Gott vergessen, spricht jetzt Deutro Jesaja, der zweite Jesaja, in dieser Trilogie des Jesaja-Propheten, dass jetzt Gott sie wieder zurückführen möchte und dass er die Länder verwandeln möchte, nämlich Wüste wird wieder Wasser hervorbringen und die Einöde werden Ströme quellen und fließen lassen. Was für ein wundervolles Bild. Und wenn wir uns heute mal diese Landschaften hier angucken, es gibt so viel Sonne, es gibt so viele Wärme und so viele Winde hier und trotzdem hat diese Insel ausreichend Trinkwasser für alle. Und natürlich auch das Meerwasser. Wenn Gott diese Zukunftsperspektive aufzeigt, dann ist das für uns heute in einer Zeit, wo wir ähnlich wie bei dem Exil in Babylon ahnen, dass eine schlimme Zeit auf uns zukommt, es eine ganz große Zusage, dass wir wieder eine bessere Zeit erleben werden, dass wir wieder Ströme des Wassers fließen sehen werden, dass es uns gut gehen wird, dass uns danach eine wunderbare Zeit erwartet. Die Globalisten mögen anstellen, was sie wollen. Auch in dieser Nacht sind sie geflogen und haben an dem Himmel ihre Spuren hinterlassen. Aber sie werden nicht ans Ziel kommen. Sie werden mit ihrer Lügerei und mit ihrer Manipulation Schiffbruch erleiden. Denn Gott ist größer und Gott wird dann wieder diese Welt verwandeln, dass Ströme des Wassers fließen werden und wir nicht mehr in der Wüste unterwegs sind, in der Dunkelheit, in der Verzweiflung, in der Krankheit, sondern dass wir dann wieder aufbrechen werden in ein neues Zeitalter. Und Alois Irlmeier hatte zu diesem Zeitalter gesagt, es ist einfach hübsch, es ist schön, es ist wunderbar. Die Menschen sind zufrieden, man grüßt sich mit Gelobt sei Jesus Christus. Und man sollte natürlich auch davon ausgehen, dass die Menschen dann nicht mehr so gieren nach dem Reichtum. Kommen wir zum Lehrtext. Da heißt es im Johannesevangelium, Jesus sprach zu der Frau, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wir kennen die Geschichte, als Jesus dieser Frau am Brunnen begegnet und er ihr anbietet, statt des Wassers des Brunnens zu schöpfen, nämlich von dem Wasser des Lebens zu nehmen.
Und das ist bildlich gesprochen eine wunderbare Vorstellung. Gott gibt uns ein lebendiges Wasser in uns hinein. Und dieses Wasser wird dann letztlich zur Quelle. Es wird sprudeln. Und zwar, es wird uns hinführen zum ewigen Leben. Eine ganz faszinierende und wunderbare Zusage, die Gott dieser Frau gibt. Und diese Zusage gilt auch uns. Und wir werden dann keinen Durst mehr empfinden. Wir empfinden ja heute ständig einen Lebensdurst. Und das spüren wir, wenn wir heute in die Welt schauen. Es muss Fun geben, es muss Belustigung geben. Auch hier bei uns auf dem Campingplatz, da werden die Kinder animiert mit Musik und mit Tanz. Man zeigt den Kindern nicht die Natur. Man zeigt ihnen nicht, dass der Lebenshunger einmal gestillt werden kann, sondern man provoziert geradezu Lebenshunger an Wand. Und das ist etwas, was uns eigentlich traurig stimmt. Das ist etwas, was uns vor Augen hält, warum diese Welt so in die Schieflage gekommen ist und warum dann letztlich wir einen Reset brauchen, aber nicht im Sinne von Klaus Schwab, sondern in einem ganz anderen Sinne, dass Gott uns in die Herzen, in uns hinein einen Wasserquell, einen Lebensquell pflanzt, der dann diese Welt durchströmt und wieder annehmbar macht und ein Stück als irdisches Paradies erscheinen lässt. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich möchte an dieser Stelle danken für alle, die diesen Stream auch wieder teilen, weitergeben. Und ich möchte danken für die wunderbaren Kommentare, die uns immer wieder Mut machen, aufmuntern, auch diesen wichtigen Dienst der Verkündigung in dieser Welt fortzuführen, Menschen zu erreichen, die man sonst nicht erreichen würde. Und so freue ich mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei gewesen sind an diesem Morgen. Und ich wünsche Ihnen natürlich, werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und jetzt ist es einfach soweit, dass wir nochmal einen Rundblick wagen, denn Sie sehen selbst, hier ist eine kleine Oase. Ich kommentiere Sie noch ein ganz klein wenig. Wir sehen, drüben ist jetzt alles diese Sonnenseite am Morgen, da haben sich auch die Hotels platziert. Und dann sieht man, da gibt es eine Strandpromenade und das ist alles geplättelt. Das heißt, man kann mit dem Velo wunderschön durch diese Pinien fahren und dort sieht man natürlich den kleinen Yachthafen. Da stehen so die Fortbewegungsmittel, die ja angeblich CO2-neutral sind, nämlich die werden ja nicht besteuert. Die stehen da in diesem Hafen und da kann man dann also im Prinzip starten und hier in die Adria hinausfahren und zwar zwischen den Inseln auch wieder bis zum Festland nach Italien, wie man das gern so hätte. Wir sehen, wie die Welt auch sehr ungerecht aufgeteilt ist, aber wir wollen weder mit Neid noch mit Hass agieren, sondern sagen, es ist Zeit, dass die Welt die Augen geöffnet bekommt. Es ist Zeit, dass wir jetzt sehen, wie viel Lüge, wie viel Gier, wie viel Hass auf der anderen Seite geschürt wird und wenn wir in der Liebe bleiben können und diese Zeit mit anderen Werten wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe verändern können, dann ist das unsere Aufgabe im Namen Gottes, im Namen Jesu Christus und ja, im Namen Jesu Christi. Und das ist etwas, was uns natürlich auch immer wieder die Hoffnung gibt, dass wir ja nicht allein sind. Und jetzt merken wir, jetzt kommen hier die Velofahrer schon an der Seite vorbei. Ob Fettbike oder ein schmales Bike, es ist unheimlich. Und hinten auf der Hotelpromenade, da sitzt man dann oben noch am Kaffee und man schaut dann fröhlich herunter. Also hier könnte man denken, wir leben in einer der schönsten Zeiten und in Wirklichkeit bereitet man ja, wie wir wissen, für Europa den dritten Weltkrieg vor. Ja, ich kann nur hoffen, dass wir irgendwo die Augen aufmachen. Jetzt kommt, habe ich gestern gelesen, eine große Schlagzeile, dass unheimlich viel Falschgeld unterwegs sei.
Ja, frage ich mich, wer hat denn dieses Falschgeld auf den Markt gespült? Und ist das nicht sogar, oder wäre das nicht genial, wenn man dann sagen würde, wir haben so viel Falschgeld im Umlauf, wir müssen jetzt das Bargeld erstmal für eine Weile einziehen und es gibt erstmal nur digitales Geld. Denn das gedruckte, das Papiergeld ist ja nicht mehr sicher. Wäre doch mal nachzudenken drüber, warum solch eine Meldung kommt. Ich kann immer nur wieder sagen, für wie blöd halten die uns eigentlich da oben und für wie dumm wollen sie uns verkaufen. Und selbst wenn jetzt von der UNO ausgesagt wird, von dem, den ich gar nicht aussprechen möchte, der hat nämlich auch noch so einen schönen Namen, der sich da mit Jesus verbindet, das darf man sich ja gar nicht vorstellen, dieser Verbrecher, der hat jetzt auch gesagt, er will zurückschlagen, nämlich gegen die Impfkritiker, das können sie sich nicht gefallen lassen. Und wir sehen, wie absurd, also wie dekadent sie unterwegs sind und wie sie von einer Sache in die andere stolpern. Und das wird ihnen letztlich das Genick brechen. Aber das ist nicht unsere Sache, sondern die Sache ist dann letztlich die, dass er selbst, Gott, dafür sorgen wird. Wir sind nicht Richter, sondern wir stellen nur das Dunkle ins Licht. Wir zeigen, worauf es ankommt, im Namen Gottes, und das ist unsere Aufgabe. In diesem Sinne, machen Sie es gut, nehmen Sie die Impression mit. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Sehnsüchte geweckt, aber ich sage Carpe Diem. Und vielleicht sollten viele jetzt in der Zeit, wo wir nicht mehr viel Zeitspanne haben, auch mal sehen, dass sie sich das eine oder andere noch verwirklichen. Und das ist nicht vom Geld abhängig. Man kann auch mit ganz, ganz wenig in eine Oase laufen, mit dem Velo fahren. Wir sind auch mit dem Velo hier unterwegs. Oder aber auch natürlich, wenn man noch so viel Geld hat, vielleicht eine Tankfüllung mitnehmen und sagen, wir fahren mal ein Stückchen gen Süden. Wir brauchen diese Kraft, wir brauchen das Auftanken und wir müssen uns stärken, sonst werden wir durch diese dunkle Zeit auch nicht kommen. Gott stellt uns immer wieder auf und zeigt uns, wie er uns führt und leitet. Und jetzt verstehe ich dann immer wieder auch diesen schönen Spruch, der mir schon so oft vorgehalten wurde. Da wurde mir gesagt, ja, warum arbeitest du denn überhaupt? Warum machst du denn was? Der Herr gibt, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, haben sie mir immer gesagt. Ja, nicht im Schlaf, sondern man muss sich zuerst für das Reich Gottes einsetzen. Dann ja, dann fällt einem wirklich alles zu. Und dafür kann ich Gott nur danken. Und ich möchte anspornen, lassen Sie sich darauf ein, schmeißen Sie Ihre Sorgen weg, was Geld, was Versicherung, was Ängste angeht, und versuchen Sie in jedem Tag ein Geschenk Gottes zu sehen. Auf Wiederloge, Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da noch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab
eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch.